So, hallo, wir machen weiter. Bei Isaac Repentance und letztes Mal hatten wir zwei extremst komische Ones mit ihm hier. Und heute haben wir wieder hoffentlich ein paar bessere Ones mit ihm hier. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Mein Ziel ist immer noch, Delirium zu erreichen und zu besiegen. Oh, das ist ein guter Start. Den nehme ich gerne mit zum Start. Okay, sollten wir 7 Münzen zusammenbekommen, würde ich mir tatsächlich überlegen, die Karte zu holen. Aber dafür müssen wir die erstmal zusammenbekommen. Itemraum gefunden. Sorry für Rumgegähne. Ach Mist. Okay. Speed Up ist auf jeden Fall gut, wenn Shot Speed dabei ist. Ja, bei Brimstone auch in Ordnung, aber nicht jetzt. Das Nonplus. Okay, nice, 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 nice. Nice, 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 nice. Nö. Das ist einfach ein Zusatz-Item hier drin. Oh, da bin ich in der XL-Ebene. Nee. Hä? Das ist einfach ein Zusatz-Item. Seit wann gibt's das denn? Cool. Nehme ich gerne mit. Nee, hier kann nichts sein. Wait, wo ist denn dann der Geheimraum? Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich hier. Aber ich probiere es jetzt nicht aus. Dann probieren wir zumindest eine Sache noch fix. Nämlich dich zu sprengen. Nice. Wohin? Oh, ich drücke auf die falschen Tasten. Ja, moin. Wäre jetzt schön, wenn wir unsere Energie ein bisschen behalten könnten. Weil wir jetzt gerade so viele blaue Herzen schon in der ersten Ebene bekommen haben. Möchte ich eigentlich jetzt auch nicht gleich wieder hergeben. Na, bin ich ganz ehrlich. Tschüss. War nett mit euch. Mehr Speed Up. Nice. Schlüssel haben wir für die nächste Ebene. Ist schon mal gut. Ach. Yo! Ich wollte gerade sagen, ich werde die versuchen zu sprengen, weil manchmal kommt ein Trinket raus. Und tatsächlich der Burnt Penny. Bei dem wir Bomben kriegen, wenn wir jetzt Münzen einsammeln. Vielleicht. Theoretisch, eventuell. Okay, zweimal Müll. Okay, dafür kommen wir unbeschadet raus. Schön. Nee, kommen wir nicht, weil wir hier nicht aufmachen. Ah, oh, ich habe keine andere Bombe. Muss trotzdem so raus. Hilft nix. Ist so. Nö, nehmen wir lieber Penny mit. Gerade weil wir gerade festgestellt haben, dass wir keine Bomben haben. Wäre es schön, wenn wir mehr Bomben zur Verfügung hätten. Shop brauchen wir jetzt nicht besuchen. Im Moment. Wenn wir nicht noch viel mehr Münzen bekommen, dann brauchen wir das nicht. Münzen! Münzen! Okay. Oh, interessant. Okay. Das ist wieder der Raum, den wir alle kennen und lieben. Seht ihr was? Sehr schön. Sehr schön. Nee, für zwei Bomben versuche ich das jetzt nicht. Mein Damage ist ganz gut. Möchte ich mal betonen.
Oh, nice. Mehr blaue Herzen und Tears Up und alles dabei. Sehr gut. Abflug. Alles dabei, was... Jawohl, der... Das ist das Schöne an der Karte. Man kann grob abschätzen, wo der Itemraum sein könnte. Ja, gerade so Sackgassen sind natürlich prädestiniert für Itemräume. Wait a moment, bin ich doof? Nee, passt schon. Und darunter wird es dann wahrscheinlich schon zum Boss gehen. Da tun wir jetzt gar nicht lange... Oh mein Gott, wir sind voll. Wir sind einfach voll... Okay, ja, da ist der Boss. Ein großer Bossraum diesmal. Und ich lasse mich nochmal treffen. Alles klar, kein Problem. Schön daneben. Schön daneben gepfeffert das Ding. Fantastisch. So spielt man das. Oh mein Gott, ich bin dumm. Viel zu oft wieder getroffen hier. So, komm, Engelraum. Abflug. Das ist kein Engelraum. Gut, Schlüssel haben wir, weiter geht's. Curse of the Unknown, okay. Dann sehe ich halt die Items nicht, ich sammle sie eh ein, von daher ist es wurscht. Sammle alles ein. Ach nee, Unknown ist hier, ich sehe meine Energie nicht. Das ist dann gar nicht so schlimm. Ich dachte, das wäre, ich sehe dann die Items nicht. Das wäre ein bisschen nerviger geworden. Boah, das ist okay. Damit kann man arbeiten. Range Up, damit kann man auch arbeiten. Na komm, wir haben so viele Herzen. Da kann man sich auch mal hier reinbegeben. Nice! Oh, dachte, ich war schon in dem Raum. Ich wollte einfach durchrennen. Das hat nicht ganz funktioniert. Nice. Itemraum gefunden. Damit sind wir im Prinzip schon mit unserem Soul fertig. Das ist, glaube ich, ein Spacebar-Item. Nee, das sieht mir nach was aus, wo ich Schaden nehme, wenn ich es einsetze. Das lassen wir lieber. Ah, Mist. Okay. Okay. Geh nach unten. Okay. Nach unten geht's. Ach nee, Quatsch, mal. Ah, ich hätte ja auf der Karte sehen können, dass es eine Sackgasse ist. Na gut, egal. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Hat mir nochmal eine Bombe gebracht und eine Münze ist doch in Ordnung. Ja, ich hätte auf der Karte ja sehen können, wo ich. Oh mein Gott. Ich hätte auf der Karte ja sehen können, wo ich hin muss. War doof. War etwas doof. Damit habe ich gerechnet. Und wir nehmen einen Steam Sale mit. Das ist sehr gut. Wir haben nämlich noch zwei Shops vor uns, die wir dann beide besuchen können. Double Moon. Keine Ahnung, was das Ding macht. Nimm's mal lieber nicht mit. So, ich hab genug Bomben. Wir können Geheimräume austesten. Ach, du willst mich doch verarschen. Dann eben kein Geheimraum für mich. Tschüss. 67,5%. Komm, let's go. Nice. Nice. Mag dieses Ding, das die Sachen verlangsamt. Yo, okay. Das ist eine verdammt große Ebene. Gehen wir erstmal in die Richtung. Da ist die erste Sackgasse. Okay, da ist ein Stachelraum, den werden wir gleich mal austesten. I found pills.
Okay. Nicht so schlimm, wir sind eh viel zu schnell. Alles gut. Alles gut. Nichts passiert. Okay. Dummer Weg. Unnötiger Weg. Wobei, wir können mal reingucken. Okay. Bei 2 goldenen Kisten kann man dann auch mal reinspielen. Wäre trotzdem schön, wenn ich nicht so viel getroffen werden würde. Ach, komm schon. Bullshit hier. So. Halt, war da ein? Nee, war keiner. Wie gesagt, war doofer Raum. Ah, hier hätte ich gar nicht runtergemusst. War auch dumm. Hab nicht richtig hingeguckt. Don't judge me. Ich hab tatsächlich nicht... Oh, nice. Nicht richtig hingeguckt. Jo, es hat kurz böse geleckt. Ich weiß nicht, was das war. Okay, hier oben könnte es tatsächlich noch zum Itemraum gehen. Ja, naja, okay. Shop ist auch wichtig. Shop ist auch gut. Ah, das ist dieses, dass man Herzen storen kann. Ja, da ich eh Bomben durch das Ding bekomme, werde ich die Bomben da weniger einsetzen. Dann machen wir das so. Dann kaufen wir auch gleich noch eine Bombe mit. So, das ist erstmal besser. Da ist der Itemraum. Wait, what? Oh. Ich glaube, das ist Brimstone-technisch jetzt ziemlich kacke. Ach du Scheiße. Ja, Lockdown trifft's ganz gut gerade. Oh Gott. Oh Gott, was habe ich denn da eingesammelt? Okay, aber das Ding selber macht auch Schaden. Ah. Aber ich kann die Richtung nur... Okay, ich muss die Richtung bestimmen, bevor ich es setze. Und dann hoffen, dass die Gegner nicht schnell genug umschwenken. Oh weia, oh weia, oh weia. Das wird interessant. Oh, das wird böse interessant. Ach du Scheiße, vor allem wenn er jetzt wegspringt immer. Ja, nice. Das ist ja weniger, was ich bestellt habe. Aber das ist eine böse, das ist eine sehr böse Synergie. Oh mein Gott, ja, immer in den Engelraum nochmal. Aber das ist eine verdammt böse Synergie. Oh weia. Was habe ich getan? Was habe ich getan? Was habe ich da eingesammelt? Ach du Schande. Ah, die Anti-Gravity-Tears, ne? Eieiei. In Kombination mit Booms, da ist wieder dieses Ding und ich komme nicht rein. Ich weiß nicht, wie man reinkommt. Und ich werde es auch so schnell nicht... Oh mein Gott, das wird jetzt ja furchtbar. Jetzt hat er nicht getroffen. Jo, das ist jetzt richtig furchtbar. Es trifft einfach nicht. Hitbox, please, danke. Danke, oh Gott, oh, okay. Ich meine, mit dem Slow-Effekt zusätzlich habe ich ganz gute Chancen, dass die tatsächlich so in etwa reinlaufen, wie ich das gebrauchen kann. Das war dumm.
Ja, toll. Ja, gut, dann nehme ich die mit. Nice. Das hat gedauert. Notfalls hätte ich es mit der Attack Fly machen müssen, ne? Ja, lol. Ja, lol. Eieieiei. Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, mit dem Item gegen Hush anzutreten. Hush sag ich schon, gegen Delirium anzutreten. Aber. Oh, Bibel. Achso, dann. Na gut, dann gebe ich das Buch, die Dings wieder auf. Aber ist okay. Oh, Amra. Aber der ist auch, ne? Das ist auch ein Dings-Item. Armreif. Ja, allein schon wegen solchen Sachen. Und weil ich jetzt ja zusätzlich eine Möglichkeit habe anzugreifen, Lul. Ah ne, der Gegner ist hier drüben. Also im Zusammenhang mit dem Slow-Effekt ist das tatsächlich... Oh Gott. Ist das gar nicht mal das Schlimmste, glaube ich. Ja. Vor allem, weil die dann da drin so ein bisschen gefangen werden. Was ist das für ein Gartenschlauch? Ah, die... Okay, die Dings hat so einen... Hat dann so einen Elektro-Dings noch dazu. Ja, wir haben genug Bomben. Passt, das nehmen wir mit. Hat vielleicht ganz interessante Effekte. Also durch den Slow-Effekt kann ich das einigermaßen wirklich gut steuern. Ansonsten wäre das wahrscheinlich jetzt echt nervig. Und jetzt kann man hier noch den Elektro-Effekt mitnutzen. Jawohl. Interessante Geschichte. Ja, genau, das meinte ich. Jetzt kann ich hier nämlich auch noch mit dem angreifen. Was gar nicht mal so uncool ist. Toll. Noch mehr goldene Schlüssel, weil wir haben noch nicht genug. So. Dann eine Sache noch ganz kurz austesten. So, dann nehmen wir das noch mit. Und dann ab zum Arm. Bin hier. Wie viel Schaden macht jetzt so ein Steinwurf? Ja, ich habe mich getroffen. Oh, ist schon okay. Aber sie jetzt halt zu treffen, wird interessant mit der Geschichte. Weil sie halt recht schnell weggesillt, ne? Also muss ich wirklich nah an sie ran und dann hier das Ding einfach reinpressen. So ungefähr. Ne, jetzt geht's wieder weg rechtzeitig. Oh, nee. Oh, das wird stressig. Ja, aber geht ein bisschen... Oh, nee. Echt ihren Fuß eher mit dem Ding erstmal abwehren. Oder so.
Scheiße. Na gut, da muss ich jetzt ein bisschen in sie reingehen mit dem Ding. Ja, okay, das war pures Glück. Holy shit, das war pures Glück, dass sie da so reingerannt ist. Mein Gott, hat mich das jetzt gerade viele Dings gekostet. Was soll's. So, was haben wir hier alles Hübsches? Was ist der Apfel mit dem Messer da drin? Der sieht attraktiv aus. Trick or treat. 6,66% Chance to fire a razor blade which deals mal 4 Damage. Ja, das wird wahrscheinlich mit dem Kram, den ich habe, sowieso nicht passieren. Dann sehe ich jetzt eher nicht wirklich eine Begründung, hier was zu spielen. Dann gehen wir da gleich wieder raus. Ich will weiter. Ich will weiter. Ich will weiter. Ich will mit dem Müll gegen Delirium. Es wird so schief gehen. Also, keine Ahnung. Das kann ja nicht. Also, das... Ne? Alleine, wir haben zum Beispiel jetzt auch kein Wave oder sowas. Wir kriegen ja jetzt jedes Mal einen Schaden mit jedem Treffer. Also, das muss man ja dazu sehen. Wir kriegen ja mit allem einen Schaden. Aua. Komm, wir machen das so. Ey, es ist echt gut, dass ich das mitgenommen habe. Sonst könnte ich hier überhaupt nicht vernünftig angreifen. Solange viele Gegner da sind, geht es noch ganz gut mit dem Brimstone, aber dann... Das war blöd. Aber dann ist es mit der Zeit ganz gut, wenn man eine Ausweichposition hat. Oh, ich treffe nicht mal! Ach, lösch dich doch einfach. Das ist super. Ah, das läuft nicht, wie ich das will. Was ist das auch für ein komisches... für eine komische Verbindung, ey. So, hier geht er rein. Geht ihr auch da rein. So. Guten Appetit. Guten Appetit. Okay, cool. Oh Gott, 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 oh Gott. Es hat nicht mehr getroffen. Jetzt. So. Eieiei. Toll. Wir haben die Bettwip-Pille gefunden. Freut ihr euch auch so wie ich? Okay, wir haben jetzt schon so viele Herzen verloren. Ah, ne, wir gehen... Okay, passt schon. Ich wollte sagen, können wir auch gleich den Stachelraum mitmachen. Aber noch wäre es ein bisschen bald für den Stachelraum. Noch wäre es ein bisschen bald dafür. Weil wir haben ja noch Chance auf den Angel. Gedingse. Ciao. Okay, da müssen wir jetzt mal ganz kurz den hier machen. Hoffen. Ja, schade. Die Hoffnung wurde leider jäh zerstört. So viele Herzen. Den ich treffen... Ah, scheiße. Ja, so viel zu den Deals. Jetzt kann ich wirklich in den Dings reingehen. In den Stachelraum. Ach, immer diese Items, die einem den kompletten One verziehen, ne? Das ist krass, Mann. Das ist aber auch für eine merkwürdige Synergie, ey. So. Was haben wir hier? Okay. Kommt ein bisschen spät die Curse Immunity, aber gut. Ne? Kommt ein bisschen spät. Was haben wir hier? Okay. Bam! Oh man. Na gut, nochmal ein HP ab. Aber es nützt mir so alles nichts. Also, das ist halt... Wir kommen jetzt zwar schnell hin. Ich werde zu Hasch gehen. Ich werde über Hasch gehen und hoffen, dass da noch irgendwie ein Item ist, was mir vielleicht nochmal hilft. Weil, ich glaube, so gehe ich nichts. Geh ich so zu Delirium? Aber ich weiß es nicht. Ich meine, wenn ich zu Hasch gehe, dann muss ich Hasch spielen. Ja, das ist klar.
Ah, es ist schon wieder eine echt blöde Situation hier. Jetzt schon wieder eine echt blöde Situation. Meine Güte. Da haben wir was Interessantes. Ja, wir lassen mal die Charged Fans, die machen mir Schaden. Okay, das ist dann hier besser so. Ach ja, ne? Das war ein sehr interessanter Run. Mal wieder. Es ist ja auch nicht mal ein neues Item, also ich hätte mir denken können, was passiert. Ich hab's halt nicht mehr gewusst. Weil ich mir Sachen nicht merken kann. Aber das ist auch nichts Neues, ne? So. Oh, nice. Das gönne ich mir doch gleich mal. Ah, ich muss die Außenrum kaputt machen. Ah, das ist auch wieder stressig hier. So. Jemand, der gut ist, kann daraus bestimmt irgendwas Cooles machen. Das will ich überhaupt nicht bestreiten. Ich glaube, jemand, der gut ist in dem Spiel, kann daraus echt was Gutes machen. Ich nicht. Ich nisch. Ein einziges Mal irgendwas brauchbar? Ja, wow. Ach, komm schon. Lass mir doch meine Hoffnung. So, ihr seid gefangen in meiner Waffe. Falle. Oh, er ist entkommen. Der Schuft. Oha. Schön, dass wir drüber geredet haben. Ach, ich renne natürlich noch mal rein, ey. Ha, ich kann mich in den Stachelraum bringen. Sweet Suffering. Das ist an sich nicht dumm. Das ist an sich nicht dumm. Aber naja. So, die Dinger müssen halt schnell weg. Das geht zum Glück mit den... Ich wollte gerade sagen, mit dem Elektrokram geht es zum Glück ganz gut. Aber da hat sich schon erledigt. So. Jetzt muss ich halt zu ihr nah hin, damit ich sie überhaupt treffen kann. Das wird jetzt halt sehr schlecht laufen. Ja, das wird jetzt sehr, sehr schlecht laufen. Also treffe ich sie so überhaupt aus der Entfernung? Ja, naja, so ein bisschen. Das wird jetzt sehr, sehr schlecht laufen. Oh mein Gott, es hat funktioniert. Ja, aber jetzt taucht es dich auf. Scheiße, was muss ich tun, dass Void auftaucht? Was habe ich vorhin anders gemacht, dass Void auf... Shit. Dafür taucht der Weg zu Hasch auf. Wieso taucht Void jetzt nicht auf? Okay, was muss ich machen, dass Void auftaucht? Ich meine, ich war jetzt ja sogar schneller als... Ich habe ja sogar Hasch jetzt bekommen, ne?
Also ich war jetzt ja praktisch sogar schneller, als man eigentlich sein müsste. Ha. Das ist jetzt ungünstig. Das ist jetzt ungünstig, weil jetzt weiß ich halt echt nicht. Oh, nice. Jetzt weiß ich halt echt nicht, wieso Void mal auftaucht und mal nicht. Muss kurz beides nachschauen. Bursting Sack. Most Spider Enemies no longer target or deal contact damage. Das nützt mir überhaupt nichts. Dann ist das andere auf jeden Fall mein Weg zu go. Aber es sind halt Spektraltränen, die nützen mir auch nichts. Ja, aber dann nehme ich die Spektraltränen halt mit. Bevor ich gar nichts mitnehme. Ja, das nützt mir jetzt auch alles nichts mehr. Wir sind ganz gut von der Energie her unterwegs. Aber das war's dann auch. Fahren wir mal ein bisschen ein, weil wir es gerade können. Wer weiß, wann wir es gebrauchen könnten, ne? Nein, wir machen tatsächlich, dadurch, dass es halt so ein Dingsschaden macht, machen wir schon recht gut Schaden. Aber, oh mein Gott. Das Problem ist halt, ich muss enorm nah ran mit dieser Situation. Ja, ich muss noch näher ran. Jetzt treffe ich wieder. Also gut ist es, wenn man die direkt in diese Kugel reinbekommt. Aber das muss man halt auch erstmal hinkriegen. Okay, ich glaube, den ersten Teil haben wir ja. Den ersten Teil kriegen wir hin. Ciao. Ja. Super. Hat gut funktioniert. Das Gute ist, dass wir diesen Slow-Effekt haben. Mit dem kann ich, glaube ich, recht viel arbeiten. Den schon einigermaßen ärgern. Ja, jetzt wird es etwas kritisch hier. Wir gehen mal andersrum. Wir warten mal, bis ein paar Tränen weg sind. Cool. Tränen sage ich schon. Bullets. So, jetzt kriegst du hier wieder die volle Breitseite von links, von rechts, von oben, von unten. Aber wieso ist vorhin trotzdem Void aufgetaucht beim Herzen? Und jetzt nicht? Was habe ich anders? Was war denn anders? Ich war ja sogar langsamer als zu... Also ich habe... Es war ja nicht die Zeit. Oh, das tut weh. Okay. Oh, da der so viele Fliegen und so Sachen spawnt, hätte ich vielleicht doch diesen anderen Dings mitnehmen sollen, ne? War wahrscheinlich doof wieder. Werdet ihr mir gleich mitteilen, dass es doof war, die Spektraltränen mitzunehmen? Werdet ihr mir gleich mitteilen, weil... Ja, an sich ist es wahr. An sich ist es wahr, die Spektraltränen, da wusste ich hundertprozentig, dass es mir nichts bringt. Bei dem anderen habe ich halt gedacht, es bringt mir nichts. Aber das hier wäre wahrscheinlich hierfür, für die ganzen Fliegen, die da spawnen kann, wäre es wahrscheinlich sogar cool gewesen. Aber naja, was soll's. Oh ne, jetzt kommt die Kacke hier. Oh ne, jetzt kommt die Kacke.
Oh nee! Beck hat viel zu viel getroffen. So, weg mit dir, weg mit euch. Erstmal alles weg hier, okay. Halbes Herz nehme ich mit. Noch ein halbes Herz nehme ich mit. Du musst weg. So. Das ist einer der weirdsten Hush-Kämpfe, die ich je hatte, und ich hatte noch nicht viele. Junge! Viel zu viele Bullets! Und ich bin ja, ich habe auch noch diesen Slow-Effekt drin, das heißt, ich kann die eigentlich praktisch besser ab... Okay, kann ich alle abwehren. Ich habe ein Problem. Das Problem heißt, ich komme nicht mehr an ihn ran. So vielleicht. Aua. Ja, jetzt wird's kritisch. Ja, ja, ja. Kann ich's auch lassen. Nein! Oh Gott, ey. Okay, das war ein interessanter One. Ach ja. Aber ich bin wieder einen Schritt weniger schlau. Jetzt weiß ich nämlich doch nicht, wie ich in Void reinkomme. Ich dachte, ich komme jetzt immer nach dem Herzen ins Void. Aber wieso kam ich vorhin in Void? Und jetzt nicht? Ich weiß es nicht. Aber ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und sage Tschüss.